Damit begrüße ich euch recht herzlich zu diesem Video zum Thema Laktatstufentest. Das sind die heutigen Themen, über die wollen wir heute sprechen. Und zwar sehen wir uns gemeinsam an, wie denn ein solcher Laktatstufentest genau abläuft, wie dass ich die Anfangsbelastung auswähle, was ich für Daten erhalte und wie eine mögliche Darstellung dieser Daten aussehen könnte. Wir beginnen gerade mit dem Ablauf des Laktatstufentests, und zwar, was ist wichtig zu beachten vor den Tests. Da ist es wichtig, dass ich eben keine belastenden Trainings mindestens 48 Stunden vor dem Test mache. Ich empfehle immer, den Ruhetag auf den Tag vor dem Test zu legen, damit ich wirklich ausgeruht und mit voller Energie am Test teilnehmen kann. Dann auch wichtig, genügend trinken, natürlich kein Alkohol am Vorabend konsumieren. Die gewohnte Ernährung, die kann beibehalten werden. Da ist es sicherlich wichtig, dass ich darauf achte, dass ich genügend Kohlenhydrate zu mir nehme, damit eben die Speicher am Tag des Tests gefüllt sind. Während dem Test wird zuerst euer Gewicht gemessen. Gerade für Radfahrer ist das ein wichtiger Parameter, um die Bergleistung zu bestimmen, also die Leistung in Watt pro Kilogramm. Danach folgt ein kurzes, lockeres Einwärmen und dann startet eben der individuell auf euch abgestimmte oder angepasste Stufentest auf dem Laufband oder auf dem Radergometer bis zur vollständigen Ausbelastung. Dabei wird euch am Ohrläppchen immer beim Beginn jeder neuen Stufe ein Tropfen Blut abgenommen und dann dieser eben analysiert und so den Laktatwert bestimmen. Was sind Abbruchkriterien beim Radtest? Ist es ein Abfall der Trittfrequenz von unter 70 Umdrehungen pro Minute oder aber wenn ein Athlet oder eine Athletin aufhört zu treten? Beim Lauf oder auf dem Laufband ist es ein verbaler Abbruch. Ich als Athletin oder Athlet sage Stopp und dann wird das Laufband abgeschaltet. Nach dem Test ist es möglich, die individuelle aerobe und anaerobe Schwelle zu bestimmen. Auch gibt es die Möglichkeit, eine Einschätzung der aktuellen Leistungsfähigkeit zu erhalten und eben daraus individuell angepasste Trainingsempfehlungen auszustellen. Ebenfalls ist es möglich, eine Vergleichbarkeit zu erhalten bei Wiederholen des Tests. Also wenn ich jetzt mehrere Tests in einer Saison mache oder wenn ich zum Beispiel 3 Monate nach dem ersten Test nochmals einen Test mache, sehe ich, wo habe ich mich verbessert? Hat das Training so funktioniert, wie es geplant war, oder muss man noch irgendetwas anpassen? Die korrekte Wahl der Anfangsbelastung ist auch ein wichtiger Parameter, denn die Anfangsbelastung darf nicht zu hoch gewählt werden, ansonsten ist die Bestimmung der aeroben Schwelle nicht möglich. Da muss man auch darauf achten, dass man beim Aufwärmen eben nicht zu intensiv aufwärmt, damit man eben nicht schon einen zu hohen Laktatwert erhaltet, schon vor dem Test. Gerade bei der modifizierten D-Max-Methode ist es essentiell wichtig, dass mindestens die ersten 2 Stufen mit dem Ruhelaktatwert absolviert werden können. Das heißt, vor dem Test, also nach dem Aufwärmen, wird euch Laktat abgenommen. Danach macht ihr eben die ersten 2 Stufen und dieser Wert, der da gemessen wird, bei diesen 2 ersten Stufen darf nicht höher sein als das Ruhelaktat oder der Ruhelaktatwert. Kommen wir nun zur Auswertung nach eben den schon bereits angesprochenen modifizierten D-Max-Methode. Da sehen wir jetzt eben eine Tabelle mit den verschiedenen Stufen, mit der Leistung der jeweiligen Stufen und eben den dazugehörigen Laktat- und Herzfrequenzwerte. Ebenfalls wird das subjektive Belastungsempfinden abgefragt, eben mittels Borg-Skala. Diese Tabelle, das ist ein Excel-File und das kann jeder Mann oder jede Frau auf Swiss Olympic herunterladen, ist also frei verfügbar. Dann macht eigentlich diese Excel-Tabelle schon
eine Grafik. Man sieht hier die Herzfrequenz, man sieht die Laktatkurve und es bestimmt einem die aerobe Schwelle und eben die anaerobe Schwelle, welche dann auch hier unten angezeigt wird. In diesem Beispiel 160 Watt bei 1,5 Millimol Laktat oder eben die anaerobe Schwelle bei 3,6 Millimol Laktat bei 240 Watt. Wie könnte jetzt ein Protokoll oder ein Dokument, das ich erhalte, aussehen? Da ist sicherlich wichtig, dass eben das Gewicht, der Testzeitpunkt ist darauf. Dann auch wichtig die Ernährung vor dem Test. Wann habe ich gegessen und vor allem, was habe ich gegessen? Denn das hat auch einen Einfluss auf den Laktatwert. Dann sieht man das Testprotokoll, eben die Anfangsbelastung, das Inkrement, die Stufendauer und mit was wurde das Laktat analysiert und eben wo wurde das Blut abgenommen. Dann sehen wir hier dieselbe Tabelle noch einmal, einfach ausgearbeitet eben mit dem Ruhelaktatwert. Dann sehen wir jetzt auch hier die ersten zwei, sind sogar jetzt hier die ersten drei Stufen, sind eben unter diesem Ruhelaktatwert, also der Test ist optimal abgelaufen. Und man bekommt eben hier auf der rechten Seite die AES und die ANS, also die individuelle aerobe Schwelle, eben bei diesen 160 Watt bei 2,3 Watt pro Kilogramm oder bei einer Herzfrequenz von 124 Schlägen pro Minute oder eben die individuelle anaerobe Schwelle bei 240 Watt bei 3,5 Watt pro Kilo oder eben bei 3,6 Millimol Laktat beziehungsweise 158 Schlägen pro Minute. Daraus lassen sich dann individuelle Trainingsbereiche definieren. Die sehen wir hier. Hier sehen wir die sieben Trainingszonen und dann sehen wir hier, mit welcher Leistung eben dieser Athlet jetzt in diesen Trainingszonen unterwegs ist oder mit welcher Herzfrequenz er in diesen Trainingszonen unterwegs ist. Als Bemerkung, da wird einem noch eine Message mitgegeben. Wo ist man schon gut? Was kann man noch verbessern? Und natürlich ist es auch möglich, einen auf sich abgestimmten individuellen Trainingsplan auszuarbeiten. Kommen wir nun zur Zusammenfassung. Wie gesagt, ein Laktatstufentest eignet sich gut zur Bestimmung der individuellen aeroben und anaeroben Schwellen. Und eben daraus lassen sich exakte Leistungswerte und Trainingsempfehlungen ableiten. Und wenn man eben mehrere Tests pro Saison macht, oder in einem bestimmten Abstand macht, sieht man, wo habe ich mich verbessert, was hat genau zu diesem Effekt geführt und wo muss ich vielleicht eben das Training anpassen oder kann ich es einfach so beibehalten. Das war's zum Thema Laktatstufentest mit der Theorie. Das nächste Mal werden wir noch praktisch anschauen, wie man es auch eben zu Hause ausführen kann, wenn man eben dann die nötigen Geräte hat. Und wenn jetzt noch Fragen vorhanden sind, schreibt es doch in die Kommentare. Sonst sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin.